Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir heute, bei Minecraft Video. Heute, ja, habe ich vor, das hatte ich gedacht, ich mache mal ein Minecraft Video. Und heute, ja, erzähle ich halt mal, was ich hier, ich zeige euch jetzt gerade auch, was ich so gebaut habe, der dieses Ferienhaus ist soweit gebaut worden, also fertiggestellt, nur noch kommt hier noch was hin. Und ich kann euch mal zeigen, was ich so gebaut habe. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so geändert haben wollt oder nicht. Ich gehe mal einmal durch und zeige euch, wie das so gestaltet ist. Hier ist auf jeden Fall das Essbereich, das habt ihr im Stream ja gesehen, das ist der Essbereich. Also, und hier ist die Küche. Dann ist hier der Wohnbereich, wo alle zusammen hier hinkommen und halt abends Fernsehen schauen und so solche Sachen. Hier weiß ich noch nicht, was ich da mache. Hier ist das große Badezimmer, Dusche und WC und so, was man halt braucht, ein Waschbecken. Und ja, und Ende der Folge werde ich dann euch auch die ganzen Mods und Texture Pack euch aufschreiben. Und hier ist der schöne Fenster, hier ist schön grün. Ich wollte halt nicht zu viel Grünes und nicht zu viel reinstellen, weil dann wäre es zu much, finde ich. Da haben wir Zimmer Nummer 1, kann ich mal gucken, so, hier ist die Zimmer Nummer 1, dann hier ist Zimmer Nummer 2, ja, sehr schön, aber hier, bei manchen habe ich halt eigentlich keinen Tisch gemacht, weil hier, schau, es ist einfach kein Platz für einen Tisch, deswegen, haben manche paar Tische, manche nicht. Hier ist Zimmer, weil man Nummer 4 war es. Nee, der hat noch keine Zimmernummer. Also der hier wäre 4, 5, 6. Ich muss ja noch Zimmernummern hinschreiben. Habe ich total vergessen. Wir machen dann hier Zimmer. Nummer 3. Oder ist immer Zimmer 3 einfach. So. Habe ich ja bei dem hier auch gemacht. Ja. Ach, 4. Hoppala. Warte mal. Das ist 4. 3 haben wir ja schon. Zimmer. 4. So. Genau. Und tut mir leid, dass es gestern wieder kein Stream kam. Gestern wollte ich ja eine Stunde SSO machen, aber dann ging mir wieder es nicht so gut mit Stress und so weiter. Ich bin auch überlegen, momentan geht es in meinem Club auch nicht wirklich vorauf, weil viele ja gegangen sind erstens und zweitens, ich muss ja überlegen, wie ich das Ganze mache, das halt, na, gestalte. Und hier sind, oh, hier ist der Balkon. Und hier mache ich noch vielleicht noch kleine Sitzecken, aber ansonsten ist es, es ist so gut. Und ich werde jetzt an Lampen bauen. Ihr seht, ich habe ja Materialien. Ich kann euch mal zeigen. Hier weiß ich noch nicht, was ich hier mache. Ich glaube, ich mache hier irgendwie Gelände oder so. Ich weiß es nicht. So, ich gehe weiter. Hier steht ihr schon die Lampen. Und die sind noch an. Anscheinend wird es wieder dunkel oder ist es irgendwo dunkel. Denn ich bin echt am Überlegen, ob ich mit Club, also nicht aufhören, aber eine Pause mache. Weil momentan habe ich auch mit Arbeit ein bisschen Stress und so und ich komme einfach nicht mit der Sache hinterher und so. Ich habe ja auch einen anderen Account noch Clubtreffen, die immer Dienstag und Samstag da stattfinden.
Da habe ich auch noch so viel und es ist immer so schwierig, halt ja, Zeit zu haben. Also momentan ist es auch, es geht halt einfach nicht bergauf. Oder momentan der Club momentan nicht so gut. Und ich überlege auch die ganze Zeit, was wir da ändern könnten oder keine Ahnung, was wir verbessern können, was euch halt wohlfühlt. Weil, wie gesagt, ihr könnt ruhig, die in meinem Club sind oder generell, könnt ihr gerne sagen, was ihr verändert haben wollt an Sachen, weil, wie gesagt, an Uhrzeiten können wir einfach nicht ändern, weil das Problem ist. Hä? Hey, jetzt ist es aus. Ach so, der Teil hier stört. Okay, der Teil hier stört. Okay, dann muss ich den das weglassen. Weil ich weiß einfach nicht, was halt euch so gefällt. Und weil zum Beispiel, ich kann halt mit der Woche geht gar nicht. Wir können mit der Woche nicht irgendwie CT machen, weil es einfach mit der Zeit von mir aus und auch von den anderen einfach nicht hinhaut, weil wir auch arbeiten müssen. Und viele haben ja auch Schule und da müssen wir auch ein bisschen dran halten und dran, ja, ne, halt dran halten und auch irgendwie das so machen, dass es halt, ja, damit es halt, ja, was soll ich sagen? Ja, jetzt fällt mir ganz das Wort, weil ich überlege, wo ich die Lampe hinmachen soll. Und so weiter. Aber ich überlege, dass ich erstmal eine Club erstmal eine Pause mache. Das heißt, dass wir erstmal für diese Woche das Treffen erstmal auslassen. Vorerst. Ich werde das auch nochmal in eine Info reinschreiben. Aber ihr könnt ja gerne die mein Club sind, auch eine Meinung dazu sagen, ob es eine gute Idee ist oder ob wir das mal weitermachen sollen. Keine Ahnung, weil ich will auf jeden Fall den Club nicht aufgeben. Auf jeden Fall nicht, weil ich habe das an meinem Geburtstag gegründet und ich habe extra dafür auch mir nochmal Lifetime geholt auf meinen zweiten Account. Das war auch der Grund, warum ich Lifetime geholt habe. Weil ich auch da die Chance habe, mit euch zusammen mal einen Club zu gründen. Und es war erstmal eine Überlegung, wäre das cool und so. Einige fanden es gut. Und ja, und deswegen ist es halt so eine Sache, ob halt jetzt doch nicht so. Ja, wie gesagt, ihr seht selber, also von meinem Club seht ihr selber, dass wir momentan echt Phasen, wo halt nicht so gut läuft und ich auch überlege, wie mache ich das, dass halt wieder so gut läuft und das halt, ne, das halt überlegen, wie machen wir das, dass das wieder, dass wir mehr Club haben. Wie gesagt, heutzutage ist einfach schwierig und ich will auch nicht Server wechseln. Server 17 haben wir gesagt, wir bleiben da. Ich will halt nicht wechseln, weil es ist egal, welchen Server du gehst. Du findest überall schwer Club. Überall. Weil es gibt schon teilweise sehr, sehr große Clubs. Und sehr viele. Und viele wollen halt in den schon großen Club und wollen halt die kleinen, ja, nicht so unterstützen, weil sie wollen lieber sofort einen riesengroßen Club haben und solche Sachen. Und ja. Und es ist halt, ja. Ja, doof halt, aber was soll man machen, wenn halt, dass ich halt lieber einen großen Club halt, oh, das ist ein bisschen zu hoch, der hier, unterstützen wollen oder so, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ihr könnt auch gerne mir in die Kommentare schreiben, was ich da machen soll. Oder so Tipps für die auch Club machen.
wie ich das Ganze mache, weil ich mache ja schon Videos, Streams und so weiter, aber anscheinend ist es halt nicht so die Interesse da. Und wir haben ja auch Insta, Account oder Insta, die wir auch regelmäßig Posts von uns hochladen und so, keine Ahnung. Weil momentan bin ich auch im Arbeitsstress und so. Also ich überlege echt erstmal eine Pause zu legen mit Clubs und solche Sachen, Clubtreffen und so. Und dann, also ich will auf jeden Fall nicht auflösen, weil der Club hängt mir einfach zu sehr, weil ich echt mir viel Mühe gebe und gegeben habe und ich alles tue, damit der Club wieder gut wird. Und deswegen will ich ungern meinen Club aufgeben. Weil mein Club hängt, ich hänge an den Club und wir sind jetzt sehr lange zusammen an einem Club und wir haben trotzdem Spaß. Auf jeden Fall. Aber ich überlege, aber momentan habe ich echt so viel Stress im also mit Arbeit, also privat eher, dass ich echt nicht mehr, erstmal nicht mehr hinterherkomme mit dem Club und so. Und da wollte ich ja auch noch Event machen, Event planen, aber das kann ich jetzt auch vielleicht nicht machen, weil ich jetzt alleine bin. Wir haben eine Leiterin, eine der Leitungen ist halt aus dem Club gegangen, weil sie halt da nicht wohl gefühlt hat. Das ist halt schade. Aber ich kann sie ja auch verstehen, wenn sie sich nicht wohl fühlt. Deswegen ja, muss ich echt überlegen, was ich jetzt mache. Weil ich wollte eigentlich eine Art Schnitzeljagd machen, aber die Schnitzeljagd, die ich halt vorhab, da brauche ich halt Hilfe. Alleine kann ich das nicht schaffen. Schaffe ich nicht alleine. Weil das ein Event ist, was ich halt die Leitung halt brauche. Wenn halt zum Beispiel, wir haben ja noch eine Leitung, aber ich weiß nicht, wenn er halt arbeiten muss, dann habe ich halt keinen. Weil es ist halt immer blöd, dass die Situation, wenn man halt keine Schule mehr hat, sondern arbeitet, dann kann man sich schlecht frei nehmen dafür oder so. Oder hat man keine Ferien mehr halt und da muss man halt auch drauf achten. Ich bin auch überlegen, ob ich auch auf jeden Fall eine Art Sommerpause auch einführe in unseren Club, weil bei Urlaub, weil viele sind ja in Urlaub, zum Beispiel ich bin ja auch in Urlaub und dann müssen die halt nicht um den Club da kümmern und solche Sachen. Deswegen überlege ich, dass ich ja auch da eine Art Clubpause mache. Auf jeden Fall, damit die halt in Ruhe in den Urlaub gehen können, ohne dass sie online sein müssen für das Ganze. Einfach nur für angenehme Urlaub, ohne daran zu denken, dass wir CT haben. Deswegen bin ich auch überlegen, dass wir jetzt nochmal Pause machen. Also ich mache generell Pause. Vielleicht mache ich die Pause auch so lange, bis die Sommerferien vorbei sind, weil es sind jetzt so viele Feiertage und dann müssen viele auch arbeiten an Feiertagen. Und will bei mir wird es auch sein, dass ich an manchen Feiertagen nicht arbeiten muss und dann haben die meisten einfach keine Lust mehr auf SSO, weil ich auch verstehen kann, wenn man so einen anstrengenden Tag hat, dass man lieber nur noch auf den Couch liegen will und nichts mehr tun möchte. Und das kann ich auch verstehen, das kenne ich selber. Da ich ja selber arbeite und auch selber am Wochenende mal arbeiten muss. Zwar für die halt jetzt, wie gesagt, in einem Laden arbeitet. Also ist es halt noch, also wenn man halt Einzelhandel arbeitet, ist es noch. Oh, ist wieder eins so hoch. Ja, ist wieder eins so hoch. Ist es halt noch anstrengender, aber. Aber für mich ist es auch anstrengend, wenn ich am Wochenende arbeiten muss. Und je nachdem, welche Schicht ich habe, wenn ich Frühschicht habe, geht es einigermaßen noch, weil da habe ich ja dann Nachmittagszeit oder so. Aber wenn ich halt spät habe, dann kann ich auch nicht
dann was machen. Und je nachdem, es kommt immer darauf an, wie lange man arbeiten muss. Es hängt auch von der Menge der Arbeit an und was man so alles zu tun hat und so. Das hängt auch jetzt davon ab. Deswegen kann ich euch echt nicht sagen, was, wie und was jetzt so die ganze Sache wird. Das wird alles zeigen. Also auf jeden Fall würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht diese Woche erstmal eine CT-Pause machen, damit ich erstmal den Kopf frei bekomme von den ganzen Sachen mit der Arbeit und so, weil ich hatte gestern wieder so einen extremen Kopfschmerzen gehabt. Ich weiß auch nicht warum, aber es kann auch mit dem Wetter zusammenhängen und ein bisschen mit dem Stress und ach Gott, weil ich auch mir wieder zu viel Gedanken mache um den Club, wie ich da jetzt wieder gucke, dass wir das wieder aufgebaut bekommen. Aber ja, und dass wir wieder weitere Meetings bekommen und mal gucken. Weil viele haben ja auch so Art Bewerbung, aber Bewerbung ist halt Kacke, weil du musst jedes Mal aktualisieren. Dann musst du halt jedes Mal Link reinschicken. Und dann musst du auch hoffen, dass es auch. Weil in der Bewerbung kannst du auch fälschen, du kannst Name fälschen, Level fälschen und dann ist es wieder so eine Sache mit Vertrauen zu tun. Und ich hätte gerne und ich will auch Vertrauen zu den Leuten haben, aber wenn man halt quasi so tut, als ist man so in dieser Zeit und dann ist man nicht oder so, keine Ahnung. Ihr kennt das bestimmt selber, wenn man halt einmal diejenige vertraut hat, aber dann nicht mehr so vertraut und unsicher ist. Und deswegen. Und es ist auch immer das Problem, ihr müsst halt auf dem Link und dann halt schreiben, wie eine Bewerbung. Das will ich nicht. Weil ich will nicht, dass irgendwas euch passiert durch die Sache. Deswegen, das habe ich mal einmal gemacht, aber es hat auch nicht viel genützt, weil das echt viel Arbeit ist, weil du musst regelmäßig updaten, wenn dann irgendwas verändert ist. Zum Beispiel jetzt, wenn jetzt einer von uns jetzt gegangen ist an Leitung, da musst du wieder eine neue Leitung, ein neues Bild machen für die neue Leitung, damit ihr wisst, wer jetzt die neue Leitung ist oder Reitlehrer oder neue Informationen reinschreiben. Das ist halt sehr, sehr viel Arbeit und da habe ich echt auch keine Lust darauf, das zu machen, weil es ist echt zu viel Arbeit. Vor allem, wenn man dann keine hat, der helfen kann oder Zeit hat und alles alleine machen muss. Deswegen ist nur so eine Sache. Und deswegen überlege ich das erstmal eine Pause zu machen mit dem Club, damit ich erstmal mit den Gedanken erstmal woanders sein kann. Weil zum Beispiel, ich will lieber dann erstmal bei den Streams bleiben, weil YouTube ist nun mal mein Hobby. Ich liebe das Hobby und ich zeige gerne, was ich mache. Mir macht auch sehr, sehr viel Spaß mit euch zusammen hier was zu machen. Wenn in SSO und in Minecraft. Und ich will ja öfters mit euch ja in Minecraft streamen und öfters SSO streamen, aber es geht halt nur, wenn ich dann halt ein bisschen gedankfreier bin und nicht mehr so oft mit Kopfschmerzen zu tun habe durch Stress und solche Sachen. Weil ihr müsst ja wissen, ich reagiere sehr, sehr empfindlich auf Stress. Das ist echt schlimm. Also ich kann Stress gar nicht ab. Bei mir ist es schon, wenn jemand mich schon quasi ungewollt mich hetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht so schnell reagiere, wenn ich halt gerade mit was anderes beschäftigt bin. Und dann halt jemand so, ja, sagt, hey, wann bist du jetzt fertig und so. Und ich gefühlt, ja, gefühlt, aber ist es nicht, aber gefühlt, gehetzt werde, gefühlt. Also es ist nicht böse gemeint, es ist halt nie böse gemeint, wenn ich dann halt so, ja, so angemeckert oder so, so angefühlt angemeckert oder aggressiv vorkomme, aber ich mag es persönlich überhaupt nicht, wenn man mich
in die Sache hetzt, weil hetzen ist für mich schlimm. Hetzen ist für mich schlimm. Also ich hasse es, wenn man mich hetzen muss und die und ein paar Sachen hetzen muss. Und obwohl ich da gar nicht so schnell bin und ich muss halt erstmal überlegen, wie ich das Ganze mache und dass es auch gut aussieht und so. Und es ist halt nie böse gemeint, wenn ich dann mal mal so empfindliches Hetzen mal voraus zeige. Aber es ist halt nie böse gemeint. Das ist einfach nur, dass es einfach was ist, was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn man mich hetzt. Quasi. Weil hetzen ist für mich echt schlimm. 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 noch. Ja, und deswegen überlege ich erstmal mit Clubpausen. Weil momentan haben viele sowieso erstmal keine Zeit durch Feiertage, weil es kommt ja jetzt noch die 1. Mai. Ist ein Feiertag? Ich glaube schon, ist ein Feiertag. Dann kommt noch Christi Himmelfahrt, ist auch noch ein Feiertag, wo halt Vatertag ist und da will man halt mit dem Vater oder also mit den Eltern halt gerne was unternehmen und so. Und dann hat man auch keine Zeit und dann kriegt man Besuch, weil es auch, ja, ist ja auch logisch, ne? Man will halt Besuch haben, ne? Ist ja auch klar. Und dann ist ja auch bald Muttertag. Muss ich auch überlegen, was ich meine Mutter schenke. Ich habe immer noch keine Ahnung. Weil meine Mutter hat so viel. Ich weiß gar nicht, was ich ihr alles geben soll. Sie ist voll schwierig. Sie hat schon alles. Und ja. Deswegen bin ich echt dafür, dass ich erstmal mit den Club-Sachen erstmal Pause mache. Genau, vielleicht. Und dann vielleicht erst nach dem Sommer Ferien starte wieder mit dem Club und versuche erneut irgendwie zu machen. Ich glaube, ich werde den Club Pausen bis zum Sommerferien machen, weil für 2 Wochen oder so lohnt sich das nicht, weil manche haben dann ab Juni haben die schon Ferien und da will ich eher lieber für den Stream hier für euch lieber mehr aktiver sein und nicht mehr so mit Problemen mit Kopfschmerzen durch Stress und so. Dann ist da der Stream, glaube ich, eher für mich lieber und wichtiger momentan, weil der Stream einfach mein Hobby ist und ich liebe es, mit euch zusammen was zu unternehmen. Und ja. Und ich hoffe, dass ihr auch immer weiterhin freut, dass ich hier ganze Sache hier mache. Ja, so. Und soweit meinen Sorgen erklärt. Wie viel Uhr habe ich? Wie lange mache ich schon auf? Ich mache schon 23 Minuten Aufnahme. Oha. Fast 24. Ja, ich habe um nebenbei zu bauen hier. Ich baue ja gerade die Lampen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die Lampe, die ich mir vorgestellt habe, so aussah. Leider kann ich nicht mehr ein Bild angucken, weil ich weiß, ich habe das Bild nicht mehr. Ich habe das Bild nicht mehr, wie die Lampe so war. Und ja. Aber ich mache nicht überall die Lampen, weil ja. Dann sieht das auch schäbig aus. Soll ich hier auch eine Lampe machen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal die Lampen so. Ein paar Lampen reichen erstmal für die ganze Sache. Mal gucken, wo ich noch da noch Lampen hinmache. Aber ich will nicht zu viel Lampen reinmachen. Und ja, und ich habe einen neuen Mod runtergeladen. Ich habe jetzt einen Mod, wo ich Apfelbäume mir schnappen kann. Warte, ich mach mal Game Mode. So, zack. Und dann Survival. Jetzt können wir die Apfel hier abernten. Oder brauche ich da eine Hacke? Warte mal. Brauche ich eine Hacke? Oder gehe ich auch so runter? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche einfach mal. Nee, ich gehe auch so runter. Da, Äpfel. Aber leider habe ich keinen Hunger.
Aber so kann ich Äpfel ernten. Und es gibt mehrere Sachen. Hallo! Und das ist halt voll gut für die Pferde zum Beispiel. Und ich habe noch zwei neue Mods. Ich habe noch, wo man richtig geil Camping machen kann. Ich habe nämlich, ich kann euch zeigen. Das hier ist neu. Das hier. Ich kann jetzt Gemüse anpflanzen, Tomaten, Salat. Und ich kann dadurch jetzt auch, hier sind die ganzen Seeds. Und ich kann jetzt Essen zu, hier ganze Bäume. Ich habe jetzt auch Äpfel, Banane. Ich kann, was, Spiderwebfrucht, also so ein Spinnennetzfrucht, keine Ahnung. Dann kann ich ein Pinnut, also ganz Sternfrucht. Also kann ich alles anbauen und so. Ich kann daraus Säfte machen oder glaube Marmelade kann ich auch machen. Ne, Butter. Cashew, also Butter kann ich herstellen. Ich kann jetzt Hot Soße, oh, scharfe Soße herstellen. Ich kann Ketchup herstellen. Mustard, glaube Muskat oder so. Sesamöl, Sojasauce. Dann kann ich eine Sojamilch und solche und Tofu herstellen. Ich kann jetzt sehr viel Hähnchen machen. Oha, ich kann alles. Ich kann sogar Barbecue Soße herstellen. Ich kann Pizza hier jetzt backen und hier nochmal Pizza, 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 alles Pizza und hier Spaghetti, Spaghetti mit Fleisch und dann das ohne Fleisch. Und da kann ich Speck, nee, das ist Chili. Chili Peppers. Oh, das ist ganz schön scharf. Ich kann alles. Ich kann jetzt vieles. Brot, Borg, alles. Ich kann jetzt alles backen, was ich will. Ich weiß nicht, ob da auch ein Kochbuch gibt. Gibt es ein Kochbuch? Hier alles toasten. Lecker, lecker, lecker. Richtig lecker, ja. Und dann kann ich ja hier Säfte machen, Smoothie. Und es gibt jetzt auch dieses, das habe ich auch mir runtergeladen. Das ist so eine Tragetasche. Darin hast du auch ein Bett. Kannst auch schlafen, glaube ich. Hier, nee, hier ist ein Bett. So ein flaches Bett für Camping und so. Das machen wir alles zunutze, wenn wir mit dem Haus oder mit dem Hof fertig sind. Demnächst werde ich, der Ferienhaus ist soweit so gut fertig. Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr noch gerne irgendwie außenrum hättet. Ansonsten werde ich dann mit dem Zuchtstall anfangen. Ich denke mal, dass hier irgendwo der Eingang sein könnte zum Hof. Und dass der Zuchtstall vielleicht, vielleicht hier hinten, hier der Zuchtstall ist. Könnte auch gut hinhauen, dass ich schon mal. Oh. Schon mal hier überlege, dass hier ein Zuchtstall hinkommt und so. Hier in dem Bereich, hier ein Zuchtstall. Weil es soll auch sehr, sehr groß sein und es soll viel Platz für die Pferde sein. Und vielleicht irgendwo noch einen zweiten Stall, aber nicht so großen. Vielleicht einen etwas kleineren Stall. Aber ansonsten, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich werde, wie gesagt, mit dem Clubhaus auf jeden Fall anlegen, weil es macht mir echt momentan sehr viel Stress. Und ich will halt nicht jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, Kopfschmerzen davon bekommen und dann nicht streamen können. Das will ich nicht jedes Mal machen. Und ich will ja streamen, aber wenn ich dann halt merke, dass ich halt mir nicht gut geht, dann kann ich nicht streamen, weil dann wird es schlimmer. Aber ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag euch noch. Vielleicht schaffe ich heute, kann ich heute streamen, ohne dass ich jetzt diesmal Kopfschmerzen im Bett liege. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao.